Er hat direkt hier einen coolen Schwimmer und wahrscheinlich auch Köder und. Ja, das ist doch der gleiche Dialog wie eben, oder? Okay. Bohnengemüse und Gulasch. Alter, ich habe total Schmacht. Könnt ihr jetzt bitte nichts zu essen in den Chat schreiben? Klicken, wenn die Angel wackelt. Ah, okay. Wenn was an meiner Rute hängt, dann einfach mal. Was ist das hier? Ist das das Chocobo-Totem? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Hier ist jetzt nicht mehr so spannend. Wir waren noch gar nicht im Norden, oder? Da können wir nochmal hingehen. Ich muss vor allem gleich mal einen Schluck trinken. Wohl, ne, dieser nordische Akzent, ne? Kratzt ultra im Hals. Hatten wir dich? Ah, der Strand ist echt cool, um herumzuhängen, ne? Und das ja, ist cool. Okay. Was war das hier für eine Hütte? Ach, das war die Hütte. Kümmere dich nicht um meinen Mann, George. Er ist nicht sonderlich freundlich zu Fremden. Okay. Danke, Katie. Gott, wer wohnt denn hier? Niemand offensichtlich. Ah, hier wohnt bestimmt Pam, oder? Die sieht so runtergekommen aus. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wohnt da Pam. Hier geht's noch irgendwo hin. Oh, da wächst ein Blümchen. Na, Inventar ist voll. Bedauerlich. Okay, können wir mal. natürlich, wir schmeißen unsere Angel auf Joja. Ganz klar. Willkommen im Joja-Markt. Und was machst du heute so? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir haben uns noch nicht getroffen. Ich bin Morris, der Joja Customer Satisfaction Representative. Also sprich, der Kundendienst. Und wenn du dich entscheiden solltest dazu, ein Joja-Mitglied zu werden, dann würden wir das sehr begrüßen. Du kannst dich jederzeit bei mir melden und wir kümmern uns dann um eine großartige Joja-Erfahrung für dich. Willkommen im Joja-Markt. Was kann ich heute für dich tun? Mitgliedschaften sind jetzt erhältlich. Wenn du dich für eine Joja-Mitgliedschaft entscheidest, dann kannst du damit nicht nur dich selbst, sondern auch die ganze Gemeinde verbessern. Wir brauchen außerdem dedicated. Wir brauchen enthusiastisches Personal. Das ist natürlich bla 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 bla. Nein, ich möchte nicht eine Joja-Membership. Geh mal weg. Kann ich mit dir reden oder stehst du nur? Du stehst da nur, ich kann bei dir nur Sachen kaufen, ne? Ja, okay, ich möchte gerade nichts kaufen. Dankeschön. Gott, voll das Rieseneinkaufszentrum. So, oh Gott, schon wieder voll Abend. Ist hier oben noch was? Ah, eine Heilebrücke. Müssen wir wohl mal rüber. Ne, da geht's nicht lang. Geht's hier oben nicht irgendwo in die Höhle und zur Adventurer-Gilde? Und steht hier nicht noch Willy irgendwo rum? Irgendwie so, oder? Ach, das Gemeindehaus. Ja, richtig. Oh Gott, das Gemeindehaus. Oh nein, nicht doch. Ob ich hier jemals pünktlich nach Hause zurückkomme? Was haben wir hier? Nicht. Von 9 bis 20 Uhr offen. Ach, ist das die Adventurer-Gilde? Muss mal kurz auf die Map gucken. Ach, das ist der Carpenters-Shop, okay. Und das da drüben ist die Adventurer-Gilde. Da ist das Zelt. Da wollte ich eigentlich hin. Nö. Gott, wie komme ich da hoch? Hier ist noch so ein komisches Dinget. Ta-ta-ta-ta. Erstmal schön das Feuer ausmachen. Ein Fremder? Hallo? Ah, kümmere dich nicht um mich. Ich lebe hier draußen ganz allein. Ich halte mal meine Rute in dein Zelt. Ist das okay? Gott, das habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Ah, wir gehen mal nach Hause. Ist spät. Komm auch hier oben lang, ne?
Das komische Ding ist ein Teleporter, okay. Ach ja, da kann ich mich mit so einmal teilen irgendwie hinten teleportieren, ne? Mist, das ist jetzt natürlich der Nachteil, wir haben ja überhaupt nichts freigeräumt. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Energie, dass wir hier hoffentlich durchkommen. Ja, das geht, sehr schön. So, dann packen wir eben noch mal kurz Sachen in die Truhe. Nämlich, wir brauchen später auf jeden Fall viel mehr Truhen. Definitiv. Definitiv, aber erstmal geht das. Das ist gegossen, das ist okay, das ist okay. Ich denke, das ist in Ordnung. Parsnip 24 von 28. Okay. Fehlen noch vier. Jetzt schlafen gehen, ja, bitte. So, ach, einen Tag können wir eigentlich noch machen, oder? Ich glaube, dann habe ich zumindest aufnahmetechnisch erstmal genug. Oh, na toll, es regnet. Ganz toll. Ich gehe wieder rein und gucke fern. Was für ein Kackort. Fortune Teller. Willkommen bei Wellwigs Orakel, die einzige Show, wo was? Ach so, wo die Stimmen der Geister direkt zu dir weitergeleitet werden. Und die Geister sind heute ziemlich angepisst. Glück ist nicht auf deiner Seite. Habe noch einen angenehmen Tag. Was? Nur 2 Tage Zeit für, 2 Tage Zeit für Körper? Wo steht er? Oh, tatsächlich nur einen Tag. Ah, okay. Da wird das halt nichts. Schade. Aber zumindest müssen wir die Blumen nicht gießen. Und die Fackeln brennen auch bei Feuer. Sehr schön. Werbung. Ich finde ständig cooles Zeug, aber mein Rucksack ist immer voll. Klingt das wie du? Nun dann. Dann hat Pierre genau das Richtige für dich. Komm vorbei im Pierre's General Store und kauf unseren neuen riesigen 24-Slot-Rucksack. Bis bald. Der kostet garantiert mehr, als wir haben, oder? Ist jetzt so eine Theorie. Nur so ganz nebenbei. Aber wir könnten auch noch mal mehr Scheiß anpflanzen, oder? Wir können bestimmt noch ein paar Seeds kaufen. Wir machen das Feld noch mal größer. Wir machen hier auch noch mal. Können bestimmt noch mal was anderes anpflanzen. Ich hacke mal eine Runde. Wo das Feld gerade schon bewässert wird. Können wir bestimmt noch mal zwei. Da wollte ich eigentlich hinhacken. Nochmal 20 so und dann gehen wir in der Tat mal bei Pierre vorbei und gucken mal. Das mit den Würmern überliest er immer. Was für Würmer? Ich weiß, hier gucken ab und an Würmer aus dem Boden und dann kann ich da mal rumhacken. Und ich kann schon in die Mine. Ja, ich weiß. Aber ich kann jetzt halt so viel machen. Das ist so. Also ich weiß auch, wo die Mine ist. Ich würde aber ganz gern erstmal in den Store gucken. Und dann können wir auch noch in die Mine. Ah, der Verdreckte hat natürlich mittwochs zu. Ja, schade. Dann gehen wir jetzt wohl direkt in die Mine. Hier können wir noch nicht rein, ne? Ja. Da müssen wir erst noch auf den Bürgermeister warten. Hallo. Eigentlich wollte ich den Stein kaputt machen. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Fiber, oder? Also, auf welcher Taste war das doch gleich? Ich habe schon wieder vergessen. Kann ich. Wo hatte ich Inventar? Ach, auf E. Ja, macht Sinn. Organize. Nee, kann ich das nicht. Konnte ich hier nicht Sachen. Ach, hier. Die drei Fiber kommen mal weg. Die blockieren gerade nur Platz. Und dann. Wie komme ich denn da hoch? Rechts den Weg lang. Komme ich da durch? Sehr schön. Können wir auch gleich noch so eine ranzige Blume pflücken? Düm-di-di-di-di-düm-di-düm. Oh. Ein Rettich. Nee, ein Lauch. Ich dachte, es wäre ein Rettich. Bedauerlich. Mehr Lauch. So. Da oben ging es nicht rum. Also einmal hier rum. Und hier rum und am
Mist, ich wäre da total richtig gewesen. Egal. Schade. Versuch was wert. Ist ja noch früh am Morgen, wir haben ja Zeit. Ja. Ob ich ihm helfen kann? Ich glaube nicht. Da komme ich wohl noch nicht durch. Schade. Auf der anderen Seite komme ich auch noch nicht lang, ne? Da ist die Brücke nämlich kaputt oder so. Meerrettich. Lauch. Meerlauch. Lauch. Lauchrettich. Alles die gleiche Suppe. Da ist wahrscheinlich keine Brücke, ne? Nee, schade. Tja, dann... Wenn wir schon mal hier sind, dann fällen wir hier wenigstens den Baum. Dann sind wir nicht ganz umsonst hingelatscht. Tja, dann kommen wir wohl noch nicht hin. Arschleckenfeuerwerk. Tja, man kommt wohl noch nicht in die Mine. Schade eigentlich. Was kriege ich? Toll, den Strauch kann ich nicht fällen. Das ist sehr bedauerlich. Ja, ja, ja. Ja, dann, was machen wir denn heute? Dich kenne ich noch nicht. Hallo. Grüße, ich bin Demetrius, der wörtliche... Oh nee, der muss mehr so eine Wissenschaftler... Wobei, nee, der hat nicht so eine Wayne-Wissenschaftler-Stimme. Was hat denn der... Grüße, ich bin Demetrius, der ist mehr so der Checker-Typ, das ist okay. Ich bin hier der örtliche Wissenschaftler und Vater. Cool, dass du dich vorstellst. Und ich guck mir hier so die örtlichen Pflanzen und Tiere und Stuff an in meinem Labor hier zu Hause. Außerdem habe ich eine Tochter. Hast du Maru schon kennengelernt? Sie freut sich bestimmt, dich kennenzulernen. Die ist nämlich noch Single und die ist jetzt auch schon 14, die muss bald mal heiraten. Was? Ich kenne euch nicht, ich gehe da mal. Entschuldigung. Was kann ich bei dir kaufen? Shop. Wie kann ich Holz kaufen? Fenster. Ha, eine Birchbench. Großartig. Okay, Möbel. Recipes für Bodenzeug. Okay. Das ist ganz nett. Kann ich sonst noch was? Upgrade House und Construct Farm Buildings. Das ist alles arschteuer, ne? Upgrade House kostet, nein, kann ich mir niemals leisten. Farm Buildings. Das günstigste ist wahrscheinlich der Coop, ne? Die Barn. Brunnen. Brauche ich erstmal nicht. Ein Silo. Ist auch erstmal nicht so wichtig. Stable. Iron Bar, Hardwood, okay. Okay. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Da können wir uns irgendwann mal drum kümmern. Ist ja schließlich der Carpenter hier. Da können wir auch mal einfach ein bisschen das Holz füllen. So. Waren wir... Community Center kommen wir gerade nicht hin. Busstop, sonst waren wir... Hier unten waren wir noch nicht, ne? Die Leute haben wir... 1 Willow Lane, Emily und Haley, Jody, Kent und Sam, die kennen wir, glaube ich, alle. Ich glaube, die Leute, die wir jetzt noch nicht kennen, treffen wir dann auch irgendwo später erst noch. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ach ja, die Witze aus dem Chat landen nicht auf YouTube. Es sei denn, ich lese sie vor, ja. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher, muss ich hoch oder runter? Eigentlich eher runter. Wobei, wir gehen ja mal links lang. Wir gehen mal oben links. Wir kommen oben nicht links, bedauerlich. Dann gehen wir nicht oben links. So. Prinzipiell... Wie in dem Haus eben total ignoriert hat, dass er noch hoch konnte. Ups, da konnte ich noch hoch. Aber, also die Frage ist, wäre da noch was gewesen? Also... Wären da noch Leute, die wir noch nicht kannten? Weil sonst kann ich in den ganzen Häusern ja im Moment eh nichts machen. Außer Betrieb. Hm, okay. Mit dem Bus können wir fahren. Das Ticket kostet aber irgendwie 500 Gold oder so, ne? Außerdem fährt der Bus auch noch gar nicht. Okay. Ist natürlich super.
Ja, danke für den Hinweis, da wäre ich auch nie drauf gekommen. So, jetzt ist es 14 Uhr und wir haben noch ein bisschen Energie, dann können wir auch auf der Farm noch ein bisschen aufräumen, oder? Holz kann man schließlich immer gebrauchen. Können wir vielleicht auch noch eine Kiste craften, das ist, glaube ich, ganz okay. Kann noch mal ein bisschen Holz fällen. Was war das für ein creepy Sound? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, diese ganzen Sachen wie die Einschienenbahn, nenne ich es jetzt einfach mal, also dieses Lorenwagensystem und den Bus und so, das muss ich alles im Gemeindehaus freischalten. Also prinzipiell habe ich von den ganzen Mechaniken hier und was ich wie freischalte, ausnahmsweise mal ein bisschen Ahnung. Und dass ich fürs Gemeindehaus super viel Scheiß sammeln muss, weiß ich auch. Und dass ich manche Fische nur zu bestimmten Jahreszeiten und bei bestimmtem Wetter und an bestimmten Orten fangen kann, weiß ich grundsätzlich auch. Ich bin zur Abwechslung mal halbwegs informiert. Also das geht alles. Ich bin ausnahmsweise mal nicht total planlos. Ich werde trotzdem Sachen übersehen und Sachen vergessen und Sachen nicht wissen. Aber es könnte schlimmer sein. Ich bin abwechslungshalber mal nicht ganz verpeilt. Mein Inventar ist voll. Ja, aber mehr Holz geht auch noch, oder? Achso, ich kann nur die Eichel da nicht mitnehmen. Aber das können wir gleich machen. Wir sind ja nah an unserer Kiste. Kisti mit Kistface. Sepp kann darüber das. Wobei. Forage? Das war zum Kochen dann, ne? Oder ist das einfach nur zum Traden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Egal, Lauch kommt erstmal dahin. Lehm kommt dahin. Das kommt mal dahin. Und dann können wir auch noch das Nüsschen da unten mitnehmen. Sehr schön. So, meine Energie ist fast weg. Das geht nochmal. Zack, zack. So, jetzt regnet es den ganzen Tag. Meine Schuhe passen nicht zur Uniform und mein Hüfthalter kneift. Und was mache ich jetzt? Tja, so viel machen kann ich heute gar nicht, wa? Ist noch was Spannendes im Fernsehen? Nee, kann ich hier nicht. Also, da brauche ich, glaube ich, erstmal das Hausupgrade und eine Küche, oder? Bevor ich hier wirklich Rezepte kriegen kann. Ich weiß, ich kann Rezepte durchs Fernsehen kriegen. Aber Forge ist quasi zum Verkaufen und teilweise zum Craften, okay. Ganz ehrlich, Gold schadet nichts. Ich verkaufe die vier Brettig-Dinger hier auch erst nochmal. Acorn Seed, das heißt, wir können da selber ein Acorn mit pflanzen. Dann ist das vielleicht auch nicht die dümmste Idee. Kriege ich da eigentlich. Okay, kann immer nur das letzte Item da wieder rausnehmen, alles klar. Ja, okay. Ja, dann. Ist heute nicht mehr so richtig viel los, ne? Also wir könnten oben noch zum. Hier ist, glaube ich, die Zughaltestelle und das Badehaus. Grundsätzlich, haben wir hier nicht auch dieses total abgeranzte Gewächshaus irgendwo? Gott, hier kommt man auch nirgendwo durch. So. Okay, das sollten wir mal nicht übertreiben. Das Gewächshaus kriegen wir auch wieder mit dem Greenhouse aufgebaut, mit dem Gemeindehaus aufgebaut. In der Höhle ist noch nichts. Und hier ist auch nichts außer. Alter, haben wir ein Riesengelände. Oh, da oben geht es noch irgendwo rein, oder? Ja, da ist bestimmt zu. Sollen wir bestimmt auch erstmal freispielen. Da komme ich jetzt noch nicht durch und ich habe nicht mehr genug Energie, um mich da durchzuarbeiten. Das Bärde, das Bärde. Das Badehaus ist auch noch gesperrt. Okay. Komme ich eigentlich schon? Ich will immer die Map mit Tab aufmachen. Komme ich hier eigentlich schon hin zum Wizard Tower? Müsste ich hier unten durch, ne? Und da ist auch noch alles zugewachsen. Das können wir heute, glaube ich, auch total vergessen. Oh, da lag noch Holz. Wie praktisch. Ja, okay, nee, da prügele ich mich jetzt nicht durch. Das können wir total vergessen. Das können wir vergessen. So. Toll, jetzt habe ich hier noch zwei. Eigentlich, was wir nochmal machen könnten direkt, ist noch eine Kiste craften.
Collections, oh Gott. Okay, hier gibt es auf jeden Fall einiges an Pflanzen. Es gibt einiges an Fischen. Ganze Arschvoll Artefakte, Mineralien. Toll, exakt eins mehr. Hätte man nicht sagen können, okay, wir verzichten auf ein Rezept, damit es auf einen Tab passt. Achievements. Das sind 2, 4, 6, 10 Stück. Naja, ist nicht so wahnsinnig viel. Ach, guck mal. Autorun, Show Portraits, Toolit Location, Removing. Ja, es ist okay. Konnte ich nicht auch irgendwie zoomen? Irgendwie. Irgendwo konnte ich das, glaube ich, einstellen. Egal. Kiste. Warum kann ich. Achso. Achso, sollte ich vielleicht erstmal die Sachen aus der anderen. Das kann darüber. Das zählt auch mit dazu. Wir machen hier schon mal eine Fischkiste auf. Die werden wir definitiv brauchen. Kann ich das nicht. Kann ich die Angel nicht. Okay. Ich kann das nicht frei da drin rumplatzieren. Das ist uncool. Schade eigentlich. Wenn du auf Energie gehst, siehst du, wie viel du noch hast. Ja, ich könnte theoretisch auch einfach so einen Lauch essen und dann Energie wieder bekommen. Wobei, das ist, glaube ich, gar nicht die dümmste Idee. Pflücken wir. Wow, das hat ja richtig viel gebracht. Okay, schmeißen wir den restlichen Lauch mal wieder weg, aber dann können wir zumindest noch ein, zwei Bäume fällen. Und dann können wir pennen gehen und dann. Das ist doch okay. Müssten vor allem auch mal Steine wegmachen, glaube ich. Gott, was für ein riesiger Kackhaufen diese Farm ist. So. Exhausted, das ist okay. Dann packen wir den Sap eben noch weg. Zack, das geht klar. Dann ist auch 21 Uhr, so als Farmer. Sollten hier nicht noch irgendwo Würmer rumlungern und ich sollte die eigentlich mit der Hacke raushacken können und dann sind da auch Sachen drin? War das nicht so? Aber ich sehe gar keine Würmer. Vielleicht kommen die auch nur tagsüber raus und nachts nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. So. Dann würde ich sagen. Gehe ich mal pennen und mache auch mal ein Aufnahmepäuschen. Das finde ich ganz in Ordnung. Von daher erstmal danke fürs Zugucken. Angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge. Macht es gut, haut rein. Und tschüss. Gott, das muss eben noch mit rein. Level 1 Foraging. Die Axt ist effizienter. Bäume lassen mehr Samen fallen. Außerdem können wir Wild Seeds craften und wir können dann viel Snack craften. Fantastisch. Das nehmen wir doch gerne mit.